Stimmt. Kannst du mir nicht vertrauen bei solchen Sachen? Ich kenne mich da aus. Das ist ja schön. Nein. Ja. Eine Stunde haben wir gleich voll. Eine Stunde haben wir gleich voll. Wir sitzen hier im Dunkeln und spielen dieses alte, dumme, kranke Spiel. Wir sind doch wirklich. Wieso laufe ich gegen die Wand? Ich bin jetzt der Junge, ne? Ja. Ja, ich laufe gegen die Wand. Das ist schwierig. Wir sind doch wirklich Masochisten. Warum machen wir denn das nur? Das ist ja völlig bescheuert. Ey, guck mal, jetzt stehen sie nicht voreinander. Jetzt stehen sie nicht voreinander. Vorher haben sie immer. Ja, weil du da reingelaufen bist. Ja, davor bist du immer da reingelaufen. Ja, ich war Erstspieler. Die okay, Erstspieler. Ja, gut. Hetz mich nicht. Brauchst du was für ich will nur das Display in die Länge ziehen. Oh, ich hab eine Stadt eingenommen. Oh, Feuer. Ja, Mann, ich kenn das Spiel nicht. Ja, ist ja kein Ding. Ja, das Publikum. Helfen Sie. Ja, okay. Gerne, gerne. Ja. Ja, ja gut, ja, mach ich. Ja. Mach ich. Oh. Hier, ja. Das ist immer die Rezession. Nee, Rezession. Blablabla. Ja, ihr seid ja alle scheiße. Ach ja. Du musst noch bewegen. Ja, ist klar. Da machst du sie einfach. Ich lauf mal rein. Oh, ja, ich war auch nicht schlecht. Blablabla. Hehehe. Hohoho. Ansprechen. Kreisch, alles gehört mir und so und bla und hier Geld zurück, Garantie. Hier kommt ein Erdbeben, was ist das? Und jetzt töten wir dieses fucking Monster. Okay, das kommt von da. Warum rennst du auch rein? Ich setze schon mal den Bonbon. Du überlebst sonst keine Attacke mehr. Ja. Oh, man kann Schaden stacken, übrigens. Oh gut, zum Glück ist das da hinten. Fuck. Okay. Ja, ach komm. Ja. Bonbon. Komm, beeil dich. Schneller, Junge. Oh, das ist natürlich wieder zu schnell. Oh, nee. Tut mir leid, aber der muss weg. Ja, das ist okay. Okay, diesmal warte ich diesmal ein bisschen mit dem Schaden. Boah. Oh, nur 37. Oh, nice. Dodge. So, diesmal lade ich auf. Ich treffe ihn dann mit meiner aufgeladenen Attacke nicht. 60. War ja klar. Wenigstens haut er dich mal. Hoffentlich stirbt er jetzt. Ja, wir sind so gut dran jetzt. Bestimmt gerade erstmal die Hälfte verloren oder so. Aber wieso konnte ich so scheiße laufen? Weil du deine Attacke aufgeladen hast. Ich mir sagen müssen. Yes. Ja, Mann! Hättest du mir sagen so müssen, dass er. Egal, das nein, scheißegal. Ich dachte jetzt, wir wollen einklatschen, Mann. Wieso? Ja, nur weil ich. Ja, scheißegal. Fuck, Mann. Ja, meine Güte. Ich hab halt gedacht, dass du. Level up. Nach Landsdorf. Rechts laufst. Bam, Landsdorf, definitiv. Ja. Ich kann dir das Mädchen spielen. Oh. Ich dachte, nein, wieso? Wir machen das mit einem kleinen Rollen. Ja, fängst an.
Ich danke dir. Ja, wieso wird uns nur eingebildet? Ja, die ist so ein bisschen... Nein, endlich still! Es tut mir leid. Das habe ich schon wieder vergessen. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, das war's, als sie hierher angeschwemmt wurde. Ja, wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Ja, wie mal seine Stimme richtig rügelt. Den Labern geht auf den Nerv, gibt's mehr. Was ist das? Tropicalo. So heißt der Boss. Muss einen Durchgang aus dem Lava-Tempel gefunden haben. Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Kobolden heilen. Amnesie, was? Egal, du hast doch die Amnesie, Lava-Tempel. Okay, aber nicht alleine. Es gibt so viele Monster da drin. Würdest du die kleine Kobolden in den Lava-Tempel begleiten? Bitte nicht. Och, bitte! Nein. Bitte! Nein. Bitte! Gut. Ja, ich kann jetzt leider nicht na gut klicken, also nein. Och, bitte! Bitte, 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 bitte! Das ist sehr nett von dir! Ich musste gar nicht häufig nachfragen, bis du zugestimmt hast. Ich wette, das siehst du, wie oft das in den roten Bereich springt, wenn du redest. Ich wette, Anina drüben ist auch schon dreimal aufgewacht. Das habe ich Anina gesagt, scheiße. Egal, jetzt sprechen wir mit ihr. Ach nee, mit ihm hier, ne? Das ist sehr nett von dir. Ach, wir müssen mit ihr reden. Hey, alte Socke! Alte Socke, ich heiße Afbü! Okay, okay, gib mir am besten noch einen Namen. Everything. Gib der kleinen Kobold einen Namen. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich spiele die dann, also ist das jetzt ab jetzt ein Kobold? Natürlich. Ein männlicher Kobold mit Vagina? König, was soll das denn für ein Name sein? Das ist eine Krankheit. Kilik schließt sich an. Hat ja glücklicherweise auch voll viel HP, die wird so. Niemals draufgehen. Ich mach mich mal schnell wieder zu Afbö. Ja. Bla bla bla, Lava-Tempel, bla bla bla, Tura, bla bla bla, Schloss. Ja, lass uns mal Tura besuchen. Hatten wir bisher so gute Erfahrungen mit. Ja. Pfeil und... Er hat's schon wieder vergessen, irgendwie. Bogen! Genau, das war's. Da fällt mir was ein. Der Schmied wollte euch sehen. Also gehen wir zum Schmied. Ach, weil er die Mana-Axt fertig hat hier? Ja. Blub. Ich glaube, für die will er auch Geld haben, jetzt oder? Gleich. Das kann sein, ja, aber das haben wir vom Boss gekriegt, glaube ich. 200 Gold oder was war das? Ich halt mal diese Axt. Ich weiß gerade nicht, wo meine Hände sind. Aber ich vermutet habe. Vielleicht die Waffe. 100, 800 waren das noch. Ja. Oh, wie viel Geld wir haben, ey. Da können wir gleich einen Lanzen auch noch kaufen. Stimmt, ja. Das ist wichtig. Heimgang nach draußen. Ah, fuck, ich glaube, wir müssen. Oder? Müssen wir erstmal. Einmal rausgehen, bevor wir wieder mit ihm reden können? Ah, super. Ja, habe ich vergessen zu erwähnen, das Aufwerten ist auch teurer. Ja. Achso, erstmal hier, du kannst den Boomerang. Ich finde den Boomerang geil, aber ich finde auch. Ja. Ich finde, das ist die allerdümmste Waffe im ganzen Spiel. Nach der Peitsche. Die Peitsche ist die dümmste. Hast du schon mal gesehen, was die Peitsche machen kann? Ja. Peitschen. Ja, voll dumm. Voll schwach. So, dann müssen jetzt erstmal die Kobolde ein bisschen hochleveln. Dann gehen wir jetzt zu den Blobs. Okay. Achso, dafür sollte sich vielleicht erstmal den Bogen nehmen. So. Der Bogen macht wenigstens Schaden im Gegensatz zum Boomerang. Ja. Ich bin klein. Yeah, jetzt haben wir endlich einen Vollidioten-NPC, der sich überall festläuft. Ja. Zum Glück, ne? Ja. Aber ich merke schon, die Kobolde macht richtig viel Schaden. Ich fühle mich richtig sinnvoll gerade. Oh, vier. Hast du das gesehen? Vier Schaden? Ja. Hast du das gesehen? Ich habe in die falsche Richtung geschossen. Drei, guck mal. Oh. Hey, du hast ihn doch getroffen. Warum haut er mich mit einem Schlag um? Ich habe nicht mal eine Erfahrung gekriegt. Doch. Jetzt. Durch die Fledermaus. Ach, ja, doch. Stimmt, hast recht.
Fledermaus macht Schaden. Egal, ich kann ja immer noch weiter kämpfen. Und Erfahrung für die Kobolde. Kobolde muss dann stehen, beziehungsweise nein, ich muss mich jetzt in die Kobolde reinversetzen, weil das ist ja jetzt ein Kerl. Ja. Und trotzdem nennst du sie Kobolde. Ja, das ist ein Reflex. Wo rannte ich noch gleich? Auf A. Die einzige Funktion, die A hat. Ich muss erst mal gucken, wo ich A hingestellt habe. Nein. Ja, Blobs. Juhu, jetzt kann man sich endlich wieder vergiften. Und ich kann hochwerfen, obwohl ich zur Seite werfen wollte. Und ich glaube, Fernkampfwaffen dodgen sie sowieso immer. Wenn sie nicht Level 1 sind, dann... Boomerang trifft aber auch am schlechtesten. Wus? Also ich meine, gerade mit Wus, hast du gerade alle drei getroffen? Wo sie auseinander standen? Kann gut angehen. Müssen wir nachher nochmal angucken. Was war das? Eine Stunde und fünf oder so. Einmal sieben. Alter. Ah, glücklicherweise hast du gleich wieder ein Level up. Ich kann mich nicht wegbewegen. Komm her. Ich bring meinen Gegner mit. Und dann noch ein, und dann noch ein. Na, fühlst du dich immer noch so sinnvoll? Ich nehme das Schwert. Hey, jetzt kannst du dich wieder einmal hitten lassen. Maximal. Na, immerhin mache ich 7 Schaden mit dem Schwert. Ich mach 19 Schaden mit dem Boomerang. Na, immerhin. Boah, Level Ups. Hehehehe. 7 Schaden, das war eindeutig. Ja, du hast den Kampf entschieden, das stimmt schon.